Am 10. Dezember trafen sich die Vertreter der Gesamtschulen, der Stadtverwaltung und des Gymnasiums Kaltenkirchen gemeinsam mit Bürgermeister Hanno Krause im Magistratszimmer des Rathauses. Auf der Agenda stand die Unterzeichnung des Kooperationsvertrages der Schulen. Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause und Petra Dübben, Fachbereichsleiterin für Schule und Kultur, erläuterten die Beschlüsse zum Kooperationsvertrag. Ja, wir haben heute hier die Vertragsunterzeichnung der drei Gemeinschaftsschulen mit dem Gymnasium Kaltenkirchen erleben dürfen. Der Schulgesetzgeber hat ja zum ersten Mal im Jahr 2014 per Schulgesetzänderung geregelt, dass der Weg zum Abitur in 9 Jahren auch über eine Kooperationsvereinbarung möglich ist. Und wir als Schulträger, also sprich Schulverband Kaltenkirchen und Umland, auch die Stadt Kaltenkirchen als Schulträger, haben sich darauf verständigt, dieser Kooperationsvereinbarung den Weg zu ebnen. Und heute fand die Unterzeichnung statt und die Schulen sind jetzt dafür verantwortlich, diese Kooperationsvereinbarung mit Leben zu erfüllen, sodass die Schülerinnen und Schüler einen guten Weg zum Abitur finden. Sie lässt zum 01.08.2014 erstmalig den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen zwischen Gymnasien und Gemeinschaftsschulen zu, indem halt das Abitur in 9 Jahren erbracht werden kann. Die zuständigen Fachausschüsse für die Schulträger Stadt und Schulverband haben am 17.11. und am 24.11. der Kooperation zugestimmt und somit werden wir jetzt die unterschriebenen Vereinbarungen an das zuständige Landministerium weitersenden. Dankbildung unterliegt ja vielen Veränderungen. Das haben wir in den letzten Jahren sehr oft erlebt. Die Schulgesetzänderung hat ja uns, sagen wir, massiv begleitet. Wir als Schulträger sind manchmal gar nicht so schnell in der Lage, die Schulen entsprechend anzupassen, wie in den Ländern Bildung entschieden wird. Das ist nicht immer zum Vorteil der Schülerinnen und Schüler und auch nicht der Schulträger, aber wir gehen mit dieser Situation um. Und wir werden einfach jetzt sehen und abwarten müssen, wie erfolgreich die Kooperationsvereinbarung ist. Ich lege da sehr viel Optimismus rein und bin überzeugt, dass wir aufgrund der doch starken Schulen mit starken pädagogischen Kräften das erreichen können, dass alle auch mit dieser Kooperationsvereinbarung zufrieden sein können. Und dann werden wir, ich denke mal, in einem Jahr auch eine Bilanz ziehen, wie das denn tatsächlich sich zugetragen hat. Vor und nach dem Unterzeichnen konnten alle Teilnehmer über erstes Feedback rund um die Kooperation berichten und zogen ein durchweg positives Fazit.